Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BKW. Kostensparen dank Energielösungen und einen entscheidenden Beitrag an eine nachhaltigere Zukunft leisten. Wir machen Lebensräume lebenswert. NZZ Akzent. Sonntagabend, kurz vor neun, etwa eine Stunde nach den ersten Hochrechnungen der Europawahlen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat etwas Wichtiges zu sagen. Française, Français. Dann gibt es einen Schnitt zu Macron am Schreibtisch. Sehr ernstem Ausdruck, Nina. Ja, schon der Gesichtsausdruck hat für mich ehrlich gesagt Bände gesprochen. Ich saß gerade in der Badewanne, in einem Erkältungsbad, man hört es vielleicht. Da kam diese Eilmeldung, dass jetzt Macron reden werde. Und ich habe ihn gesehen und so seine Stimmlage, sein Gesichtsausdruck, ich dachte schon so, ja, jetzt kommt irgendwas Ernstes. C'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. Er hat Bezug genommen auf die Hochrechnung, die ersten Ergebnisse der Europawahl und er sagte, er könne sich nicht mehr verschließen. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. Die Rechten seien in Aufschwung. Und deshalb könne er nicht mehr so tun, als wäre nichts gewesen. Und ja, er sagte auch, er hätte die Message des Volkes verstanden. Und deshalb will er den Französinnen und Franzosen noch einmal die Wahl geben, außerplanmäßig quasi. Und er hat dann bekannt gegeben, dass er per sofort das Parlament auflöst. C'est pourquoi j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir. L'Assemblée nationale. Was ist passiert? Die Europawahlen vom Wochenende bringen in Frankreich einen Rechtsrutsch. Ein Triumph für das Rassemblement National und seinen erst 28-jährigen Spitzenkandidaten Jordan Bardella. Auslandredaktorin Nina Belz ordnet ein. Ich bin Marlene Müller. L'URN qui fait donc un raz-de-marée à plus du double. Nina. Hier sind wir an der Siegesfeier des Rassemblement National. Ein Fahnenmeer und riesige Euphorie. Les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel. Ja, genau, das zeigt gerade, wie Jordan Bardella, eben der siegreiche Spitzenkandidat, zum ersten Mal das Wort ergreift. Nous accueillons ce résultat avec humilité. Ich meine, er ist der große Sieger, er ist der Spitzenkandidat und er kann jetzt dahin stehen und verkünden, dass das Rassemblement über 31% gemacht hat und zwar damit doppelt so viele Stimmen wie die zweitplatzierte Partei von Macron. Und das ist schon sehr beeindruckend. Letztes Mal haben sie auch gewonnen, aber sehr, sehr knapp. Ja. Nina, lass uns kurz den Blick noch öffnen nach Europa. Nach diesem Wochenende bei den Europawahlen kann man sagen, die christlichen Konservativen, die bleiben zwar stabil in der Mehrheit, aber in einigen Ländern, da wachsen eben diese nationalistischen Rechtsaußenparteien ziemlich stark an. Ja, genau. Man hat das in Deutschland gesehen mit der AfD, die ein historisches Ergebnis eingefahren hat und auf dem zweiten Platz gelandet ist. In Österreich die FPÖ zum ersten Mal auf dem Siegerpodest, wenn auch ganz knapp, aber trotzdem die FPÖ hat gewonnen. In Italien, Giorgia Meloni, auch ein ziemlich deutlicher Sieg mit Abstand auf ihre Verfolger. Und ja, also es gibt auch ein paar Länder, bei denen eben dieser Trend überhaupt nicht zu beobachten ist, eben zum Beispiel Dänemark oder Finnland. Und auch in Osteuropa haben diese rechtsnationalen Kräfte eigentlich schlecht abgeschnitten. Aber es sticht schon sehr ins Auge, dass halt bei den großen beiden Ländern in Europa, also eben in Deutschland und in Frankreich, diese rechtsnationalen Kräfte stark zugelegt haben und ja, also ich würde sagen, die politische Landschaft erschüttern. Besonders in Frankreich, wir haben gehört, eben über 30% der Stimmen. Wie erklärst du diesen Erfolg der Rechtsaußenpartei? Ich denke, es liegt schon zu einem großen Teil an der Person von Jordan Bardella. Ich würde sagen, an der Strategie von Marine Le Pen, ihn auf diese Position zu setzen. Also er ist auf der einen Seite ist er Parteichef seit 1,5 Jahren, aber eben er hat diesen Wahlkampf angeführt. Er ist
monatelang von Dorf zu Dorf gezogen, hat bereitwillig Selfies gemacht, hat Reden gehalten, Hände geschüttelt. Er kommt auch bei den Jungen sehr gut an. Er ist auf den sozialen Medien sehr aktiv, vor allem bei TikTok. Hat sehr viele Follower, jetzt nicht ganz so viele wie Macron, aber trotzdem mehr als Le Pen zum Beispiel. Und ja, auch seine Wahlkampfstrategie ist schon sehr auf die Jüngeren ausgerichtet. Er hat zum Beispiel, ich glaube, es war Anfang des Jahres, im Januar, hat er mal in einen Pariser Club geladen, einfach auf eine Party, die natürlich dann schon auch als Wahlkampf getarnt war. Aber da war halt Musik, es gab Drinks, es gab Fotos mit Jordan. J'ai besoin de vous. Aidez-nous à faire de ces élections européennes. Man sieht das ja auch in diesem Video. Da sind 800 junge Menschen gekommen, seiner Einladung gefolgt, in diesen Pariser Nachtclub. Vive la jeunesse française, vive la République et vive la France! Ja, Jordan Bardella wird da natürlich gefeiert wie ein Popstar. Da gibt es viele Selfies und Zuprosten. Und ja, das, was er da erzählt, das erzählt er überall. Also, dass er sich an alle richtet, die glauben, dass Frankreich Frankreich bleiben soll. Ja. Er ist sehr, sehr jung, das sieht man auch auf diesen Videos, aber eben offenbar auch glaubwürdig, also er zieht. Ja, für meine Begriffe hat er zwei große Vorteile gegenüber Marine Le Pen oder auch anderen möglichen Kandidaten. Mhm. Das eine ist sein jugendliches Alter und seine Fähigkeit, eben mit Social Media umzugehen. Und das andere ist tatsächlich auch seine Herkunft und die, ich sage jetzt mal, Ausschlachten ist ein bisschen böse, aber er nutzt die politisch auch. Mhm. Er ist in einem ja, berüchtigten Vorort von Paris aufgewachsen, in diesem 83, also im Departement 93, wo es viel Kriminalität, viel Arbeitslosigkeit gibt. Also in Paris. Genau, und nordöstlich von Paris. Mhm. Und er hat selbst Migrationshintergrund. 3 seiner 4 Großeltern stammen aus Italien. Seine Mutter ist auch in Italien geboren. Mhm. Sie war alleinerziehend. Das waren keine einfachen Verhältnisse. Das betonte auch immer, dass seine Mutter auch manchmal nicht wusste, ob sie genug Geld hat, um ihn und sich bis Ende Monat durchzubringen. Und ja, ich glaube schon, dass das glaubwürdig wirkt und die Leute überzeugt. Du sagst wirkt? Das ist nicht echt? Jein, würde ich sagen. Die Eltern sind getrennt. Er hat es bestimmt nicht einfach, aber der Vater hat natürlich Alimente bezahlt. Er hat ihm eine Reise nach Amerika ermöglicht. Er hat ihm ermöglicht, dass er irgendwann aus diesen Vierteln wegzieht. Ja, also ich glaube, es ist halt nicht die ganze Realität dieser Leute da, aber ihm abzusprechen, dass er die Probleme da erkennt, das wäre auch nicht fair. Okay, und du hast noch seinen Migrationshintergrund angesprochen. Ja, dieses Thema sieht man auch bei dieser vielbeachteten TV-Debatte von Ende Mai, wo sich Jordan Bardella mit Premierminister Gabriel Attal fetzt. Il y a plus seulement un fait migratoire majeur qui déstabilise aujourd'hui notre société et qui représente pour moi une menace existentielle pour notre sécurité. Pour notre identité. Da kamen halt die klassischen Argumente vom RN zum Zug. Also man muss dazu sagen, Bardella überrascht inhaltlich wenig. Also da ist er sehr nahe an der Linie von Marine Le Pen, an der Parteilinie. L'immigration massive. Und klar, das RN findet, es gibt viel zu viele Einwanderer in Frankreich, es wird zu wenig konsequent abgeschoben. Sie plädieren für eine doppelte Grenzkontrolle, also quasi an den Außengrenzen und an den Binnengrenzen wieder. Das hat er da unter anderem natürlich gut beackert. Und ich muss auch sagen, ich finde, er hat sich sehr gut geschlagen. In diesem TV-Duell. Genau. Also inhaltliche Fehltritte haben beide gemacht. Was auffallend war, finde ich, dass Bardella, der wirkte sehr, sehr ruhig. Während der Premierminister, der war wie so ein Duracell-Häschen, total nervös und auch zum Teil sehr patzig. Und wenn du vorhin gesagt hast, wirkt er überzeugend. Ich fand, bei diesem TV-Duell, ja, hat er es doch ziemlich gut gemacht. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Mais je vous pose une question. Vous êtes Premier ministre de la France. Posez-moi. Vous n'êtes plus porte-parole d'un mouvement politique. Restez élégant. Genau, genau. Er hat den Premierminister darauf hingewiesen, wer er denn eigentlich sei. Genau, genau. Also Bardella gibt sich gemäßigt hier. Das ist ja eigentlich auch eine Strategie, die die Partei, der Rassemblement National, in den letzten Jahren, besonders jetzt aber auch im Wahlkampf bei den Europawahlen, ziemlich betont, diese Gemäßigtheit. Ja, das stimmt. Ich denke, es ist auch ein Teil der Erklärung für den Erfolg des Rassemblement National in den letzten Jahren, ja nicht nur bei der Europawahl. Da steckt Marine Le Pen dahinter, die halt wirklich ganz akribisch schaut, dass
alle antisemitischen und zu rassistischen Entgleisungen, für die ihr Vater bekannt war, dass das nicht mehr vorkommt und wenn, dass es sofort korrigiert wird. Das geht ja inzwischen so weit, dass sie ja beschlossen hat, auf europäischer Ebene nicht mehr mit der AfD zusammenzuarbeiten. Mhm. Die haben die ja aus der Fraktion geworfen. Genau, da haben wir einen Podcast dazu gemacht, den packe ich in die Shownotes. Die Generation, die disait, un SS n'est pas automatiquement un criminel. Est-ce que vous confirmez que vous ne siégerez plus avec eux? Oui, je vous le confirme. Je pense que... Genau, da hat ja auch Bardella, glaube ich, irgendwie in einer Talkshow gesagt, die AfD habe rote Linien überschritten. Wir sind gleich zurück. So tönt es, wenn Ihre Firma Geld spart. Mit der Installation einer Solaranlage die Rentabilität Ihres Unternehmens verbessern und nachhaltiger in die Zukunft gehen. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert. Das Nina, starker Wahlkampf. Er kann neue Wählergruppen ansprechen, eben vor allem die Jungen. Und alles in allem muss man sagen, es ist eine Riesenklatsche, aber vor allem für Macron. Ja, das kann man, glaube ich, nicht schön reden. Aber es ist wichtig, dass du es ansprichst. Obwohl ich jetzt die ganze Zeit davon gesprochen habe, wie gut Bardella jetzt in die Strategie passt, eine breiter wählbare Partei zu werden, muss man schon auch sehen, dass in diesem Ergebnis in Frankreich einfach auch sehr viel Frust über die gegenwärtige Regierung und über, ich glaube auch vor allem gegenüber Macron durchdringt. Also man wollte ihm einen Denkzettel verpassen. Macron ist vielen Franzosen sehr unsympathisch, weil er dieses Image eines arroganten, auf dem hohen Rotz sitzenden Präsidenten nie hat abschütteln können. Und Bardella eben, der bedient dieses Thema sehr erfolgreich. Also dieses Anti-Establishment gegen die da oben. Ah oui, les Français, ils ont raison d'être en colère. Ja, auf jeden Fall. Also er schimpft gegen den Staat, gegen das Establishment und er sagt vor allem, ja, er verstehe, wenn die Franzosen wütend sind. Wie zum Beispiel hier in dieser Talkshow, da kommt das immer wieder vor, diese Wut der Menschen. Plus de taxes, qu'on paye toujours plus d'impôts et qu'on a toujours moins de services publics en retour. Les Français ont raison d'être en colère quand on a des responsables. Genau, er sagt eben, die Menschen wissen nicht, wie sie den Monat überleben, weil sie immer mehr Steuern, mehr Abgaben bezahlen müssen, aber dafür auch immer weniger Leistung vom Staat bekommen. Und dass er sagt, ja klar sind die wütend, es braucht einfach eine neue Politik, die ja eine Veränderung bringt und den Alltag besser macht. Et en changeant la politique, en changeant les politiques, on peut améliorer concrètement votre quotidien, votre pouvoir d'achat, le niveau de fiscalité. Und diese Lust auf was anderes nach, ja, was haben wir jetzt, 7 Jahre Macron, die scheint immer größer zu werden. Also es ist auch eine Protestwahl eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also man sagt ja auch allgemein, dass die Europawahl halt nicht nur eine Europawahl ist, sondern auch sehr oft ein Spiegel, wie die Bevölkerung gerade zufrieden ist mit ihrer Regierung oder eben nicht. Also wieder der Blick nach Österreich oder nach Deutschland, da wäre es ziemlich ähnlich. Oder der Aufschwung AfD, Aufschwung FPÖ, könnte man auch sagen. Das ist ein Denkzettel an die jetzigen Regierungen. Ich glaube in Deutschland auf jeden Fall, weil da ja eben die Regierungsparteien schlechter abgeschnitten haben als die AfD. Ja, in Österreich auch, da ist der Abstand ein bisschen kleiner, aber ich glaube, man kann das schon so sagen. Und dieses Wahlergebnis jetzt, klar, das stärkt jetzt das Selbstbewusstsein des Rassemblement National, wie wir anfangs schon gehört haben, bei dieser Siegesfeier. Nos compatriotes ont exprimé ce soir une volonté de changement. Genau, Jordan Bardella fordert sofort Konsequenzen. Das Volk habe gesprochen und Macron müsse handeln. Ce message clair adressé à Emmanuel Macron et au... Auch diese Sätze kennen wir, die haben wir in der Assemblée sehr oft gehört, aber ja, er hat sie am Sonntagabend wiederholt. Und Macron, kann man sagen, hat ihn erhört, er hat Konsequenzen gezogen. Ja, das würde er wahrscheinlich nicht gerne so hören, aber ja, Macron hat entschieden, dass es jetzt genug sei und jetzt wählt Frankreich am 30. Juni und am 7. Juli, das sind immer 2 Runden, ein neues Parlament. Und Macron? Bleibt er Präsident? Ja, vorerst ja. Er ist gewählt bis 2027. Er wird wahrscheinlich seine Mehrheit im Parlament verlieren. Okay. Unmittelbar bedeutet das jetzt aber, dass der Parlamentsbetrieb sistiert ist bis nach der Wahl. Also keine Gesetze mehr verabschiedet werden. Und dass es ein
sehr kurzer Wahlkampf wird. Das sind ja jetzt 3 Wochen bis zum ersten Wahlgang. Knapp, nicht einmal ganz. Ich glaube, Frankreich stehen ziemlich unstabile Zeiten bevor, weil, wie ich sagte, ich glaube nicht richtig daran, dass Macron sich damit eine Mehrheit nochmal sichert. Das heißt, entweder es kommt dazu, dass Le Pen oder jemand aus ihrer Partei die Regierung bilden darf. Und dann müssen sie mehr oder weniger mit Macron zusammenarbeiten. Mhm. Ich glaube, es wird sehr instabil werden in den nächsten Jahren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, was wiederum für Europa nicht so gute Nachrichten sind. Würde ich gerade fragen, ja. Ja, genau, weil wir dürfen nicht vergessen, Frankreich ist neben Deutschland das wichtigste europäische Land, ein Treiber der europäischen Weiterentwicklung. Macron hat sehr viel investiert in europäische Politik, hat das ja auch erst kürzlich mal wieder kundgetan. Und ich denke, gerade wenn jetzt Le Pen Regierungschefin werden dürfte, wird sie ihn schon zurückbinden, weil das ist ja ein weiterer Punkt, wo diese zwei Personen so weit auseinandergehen von Europa und der Zukunft von Europa, haben sie gänzlich andere Vorstellungen. Liebe Nina, es bleibt spannend in Frankreich, in Europa. Ich bin sicher, wir sehen uns nochmal in den nächsten Wochen. Gerne. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns, trotz Erkältung. Bis bald. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.